Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter. Nach der letzten Folge haben wir ja, wo wir den... wie heißt er? Da ist der Kollege. Ne, Michael Greco war es nicht. Tony DeRazio. Den haben wir ja quasi komplett aus dem Leben gerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der landete dann irgendwo auf einem Auto. Ja, uns fehlen nicht mehr so viele, liebe Leute. Es fehlen nicht mehr viele. Es fehlen noch 3. Bis zum Big Boss. Es fehlen noch Ocke Lumbacano und 2 Unbekannte. Alles andere haben wir mittlerweile schon durch. Gut, wir gehen mal auf die Karte. Und gucken uns mal um, was wir so als nächstes haben. Ja, schönes Thema. Haben wir hier noch was zu bequatschen oder wie sieht das aus? Na, okay. Gut. Wir wollen 600.000. Erledige Handsome Harrys Vollstrecker. Was ein Name. Scheiße, scheiße, scheiße. Würde jetzt irgendwie die Polizei rufen, Kollege, junge Dame. Was war das so? So! Wir fangen heute an mit dem Thema Sex. Nein, wie gesagt, die Mission heißt wirklich so. Also nochmal, es ist... Das ist jetzt nicht irgendwie... Jetzt haben wir die Gründe. Ja, genau. Steht komplett im Weg. Genau, drängel dich vor. Fahr! Da sind wieder genug Feinde, aber die lassen wir jetzt gerade mal komplett außen vor. So, wir sollen irgendwen töten. Wie ungeschickt von mir. Ja. So. Der müsste da oben irgendwo drin sein, okay. Der Kollege müsste da oben rum drin sein, warte mal. Wir machen es anders. Hier im Ward warten ein paar Patienten auf Besuch. Na klar, bin gleich da. So, wir holen unsere Freunde. Geh in Deckung, jetzt! Ich kann sagen, räumt mal ihm auf. Ihr seid jetzt frei für die Müllkippe. Tja. Da drüben, mach die Rache zum Tod. Wir lassen eine richtige Scheiße ab, Jungs. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Fahrer. Männlich, ist Mensch Ward. Bitte überprüfen. Ich stecke hier fest, Leute. Nein. Warum räumen die nicht mit auf? Fuck it, Alter, weil der eine Scheiße mit seiner scheiß Schrotflinte kam. Okay, den müssen wir also nochmal angreifen, den Kollegen. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, aber sind trotzdem ein paar Minuten. Naja, müssen wir es halt nochmal probieren. Dann müssen wir das halt nochmal probieren jetzt. Ja, ich hab 40 Dollar verloren. Welche Überraschung, meine Fresse. So. Ich
kann natürlich jetzt nicht alles töten hier. Mit eventuell Zeugen kann sein, ich kann mir kein Auto holen, das ist das Problem an der Sache. Gut zu wissen. So, wir haben also einen Schaden zu verursachen von 100.000. Wir haben... Ja, ja, alles gut. Dieser Nigger nicht verdächtig aus? Nö. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Okay. Dann ja nicht. So. Okay, dann wollen wir dann irgendwann andermal. Die Kuriere fahren ja durch die... Dort warten ein paar Patienten auf Besuch. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. So, wir arbeiten jetzt gerade mal ein bisschen vor. Ich hab ihn! Hilf mir hier mal! Siehst du, was der mit sich rumträgt? Geht ihm einfach aus dem Weg. Warum hat der Kerl eine Pistole? Was war das denn? Ich werde kein Wort verraten. Ich lieber außen bleiben. Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Jetzt soll ich das schön machen. Richtet uns alle um. So, wir haben eine Notiz. Oh, ich habe schon aufgeräumt, okay. Hallo Mama, ich wollte dir mitteilen, dass es mir gut geht. Ich habe einen Regisseur kennengelernt und er will mir in seinem nächsten Film eine Rolle geben. Aufregend, was? Ich rufe am Sonntag mal an. Alles Liebe, Debbie. Unterhörbare Einheiten, hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten farbigen männlich im French Ward. Bitte überprüfen. Haben wir was gemacht? Ja. So, wir rufen mal an. Ich muss die Bullen im French Ward abschütteln. Verstehe. So. Dann machen wir das mal kurz so. Dann haben wir nämlich die Cops weg. So, nächstes Teil auch weg. Zack, zack, zack. Und so auf einmal sind es nur 77.000. Aber da fehlen noch ein paar Sachen. Nochmal, ich... Hab ich was Besonderes im Magazin. Ihr könnt euch auch den Kurier da holen, das wäre auch kein Problem. So, zack. Und zack. Dann haben wir das auch weg. Da fehlt noch einer. So, und auf einmal sind es 30.000 weniger. So, plötzlich haben wir nur noch 70.000, die wir aufhaben, die wir machen müssen. Die haben wir schon geholt. Wunderbar. Nur ich lasse die zwei jetzt mal gerade ein bisschen in Ruhe. Obwohl, warte mal, die brauchen, können keine Cops rufen, ne? Ich brauch dein Auto. Ich brauch mal kurz dein Auto, Sugar. Jemand muss mir helfen! So. Dann haben. Wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. So, was haben wir als nächstes? Wir haben noch ein bisschen was, ne? Es sind noch Leute, die wir töten müssen. Hat das damit zu tun oder ist das irgendwie wieder anders? Ne, das ist was auch noch. Dann fahren wir dahin. Befrage die Zuhälter. Na gut.
Gott sei Dank. Wir ärgern jetzt gerade mal keine Cops. So. Nur noch 60.000. 10.000 hat dieser Kurier uns gebracht gerade. So, dann machen wir mal weiter. Die Frage ist, machen wir heute wirklich weiter komplett? Ich meine, hier links sind wieder genug Feinde, aber die gehören, glaube ich, nicht dazu. Das sind, glaube ich, Random-Feinde irgendwie. Ja, du fesselst mich rein und ich sag, ja, wie auch immer. Bewusst mal gerade alles gemacht hier. Munition mitnehmen, zack, zack, zack. Da haben wir wieder voll. Und dann fragen wir mal unseren Kollegen hier. Was hast du denn zu sagen? Du erzählst mir jetzt alles über das Plauhaus. Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Das wäre eine gute Information. Meine Crew meldet sich. So, erledige die versauten VIPs. Bruder Abt heißt der nächste Kollege. Da ist wieder einer. Ein Kurier, oder was? Wenn wir den jetzt mitnehmen, haben wir da 10.000, ne? Wo ist denn der lang? Geradeaus, weiter. Wie viel hat er jetzt nicht gebracht, der Typ? Der Kurier hier, da bringen wir sie mehr. Sie müssen sofort hier runterkommen. 8 verfügbare Einheiten. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. Marcano will meinen Kopf. Natürlich, der sieht das natürlich mega mit. Ja, war mir fast klar. In dem Moment haut mir die. Ah, war mir klar, ey. Mein Gott, steh doch nicht blöd in der Gegend rum, du Vollidiot. Ah, super, ey. Weil der da in dem Moment so runtergeschossen kam. Ja, der kam in dem Moment da runtergeschossen. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Im nächsten Part gehen wir dann nämlich hier diesen Typen holen. Und dann, ja. Gucken wir mal, ne? Bis dann. Oder auf Wiedersehen.